und schon wieder bin ich auf dem Desktop getappt. Ach, ich hasse es. So. Es gibt einen Grund, dass ich der Boss bin. So, gewonnen. Wenn du willst, dass es richtig gemacht wird, mach es selbst. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Irgendjemand, der wieder Schnaps haben will? Ich habe zufällig einen. Ein wahrer Boss hat keine Angst vor Drecksarbeit. Jemand, der Bier haben will? Klar, ich bin ein. Ich bin ein wenig eingerostet, aber ich mach das. Für $750. Ich brauche ein Geschenk. Jetzt. Ach ja, ich sehe schon welche. Ah. Ich hasse diese Lady Cunningham oder wie auch immer die heißen mag. Ich will euch jetzt gar nicht wieder da auf diese scheiß Schaltfläche klicken, weil mir die sowas dann auf die Nerven geht. So, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen warten, bis wir ein bisschen Kohle rangeschafft haben. Genau so wird's gemacht. So. Ja, schon so muss das sein. So, 100% gewaschenes Geld. So. Lass dich nicht von meinem Äußeren täuschen. Geht mal hier überall mal einbrechen. Ich brauche mal ein bisschen wenig Kohle. Eingerostet, aber ich mach das. Könnerwerk. Alles wird gut. Oui, mon ami. Gibt's wenigstens mal ein bisschen Kohle, wenn ich das mal so sagen darf. Ganz ehrlich. Jeder von uns hat ein gutes Alibi. Oh, scheiße. Ich glaube, das war keine so gute Idee. Wo war hier nochmal ein Deputy, wenn ich auch fragen darf? Langweile mich nicht mit solchen Belanglosigkeiten. Ich reiz es jetzt mal nicht aus. Ich will mal so viel Zeit wie möglich jetzt mal rausschlagen. Reiz es nicht aus, ne? Ich fordere es nicht heraus, das meinte ich eigentlich damit. Der Wolf ist zurück. So. Nee, habe ich nicht. Immerhin. Ich bin dabei, mir vor. Dafür riskiere ich was. Brauch Schnaps. Hallo, Freund. Schweren Herzens muss ich dich um Hilfe bitten. Die dämlich. 15 Schnaps, okay. Ja, wir haben ja schon fast $2000. Dann kann ich den ja. Kann ich die ausbezahlen? Das ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Kauf 30 Bier, kauf 12 Schusswaffen, kauf 10 Schusswaffen, habe ich alles nicht. Scheiße. Könnten die Herrschaften sich mal ein bisschen beeilen? Ein Eiserit. So, endlich. Hua. Hätten wir das schon mal geklärt. Wohltätigkeitsevent. Was? So. Ich könnte jetzt einen kippen. So, dann hätten wir mal wieder ein bisschen Kohle und jetzt. Ich rede jetzt nicht mehr um den heißen Brei rum, Jungs. Ich mache jetzt hier definitiv
eine Gewerkschaft auf. Da hast du es, Schätzchen. Endlich, jetzt krieg ich Kohle. Du hast Big Bad Johnson alles komplett zurückgezahlt. Ja, gut. So, und hier würde ich sagen, machen wir... Haben wir eine Flüsterkneipe schon? Ja, haben wir. Die Pfandleihe müsste mal ein bisschen geupgradet werden. So. So, okay. Jeder von uns hat ein gutes Alibi. Effizienz. Niedriger Beliebtwert. Egal. Das kommt schon. Wir warten jetzt wirklich mal ein bisschen ab, weil das, was ich jetzt eben gemacht habe, war einfach nur dumm. Ich habe gedacht, ich könnte ihn einfach mal so angreifen, das wird ein Klacks von wegen. Ich bin ihm eigentlich regelrecht in die Arme gerannt. Versöhnungsgeschenk für 1000. Ja, ich glaube, das ist sinnvoller. Not. Ja, oder? Ach, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ja, würde man sagen, hier machen wir eine Boxarena auf. Bessere Revolver. Voilà. So, zusätzlicher Verkauf von 3 Bier die pro Minute. Das ist doch schon mal was. Irgendjemand, der wieder Schnaps braucht. Liebling, ich die kauft, die Hände ich würde mit der eigentlich gar keine Geschäfte machen, ganz ehrlich. Aber die zahlt zu verdammt gut, das ist, ja. Verkauft 50 Lagerplatz für 350. Nee. So, das ist ein Beamter. Und wie sieht jetzt das ist ein Politiker, okay. Ja, ich... Deine Männer haben weniger Schnaps geliefert. Hobsbaum, geh wieder in deine Baumschule zurück, ganz ehrlich. Von unabhängigen Schutzgeldgeschäften. Ach ja, stimmt, da sind so ein paar... Einzelläufer, die es auch versuchen, ne? Genau so wird's gemacht. Schnaps, irgendjemand, 20 Schnaps. Shalom. Ein wahrer Boss hat keine Angst vor Drecksarbeit. So. Boss, wir werden angegriffen. Die Corsini-Gang ist dabei, eines unserer Lagerhäuser zu attackieren. Minus 20 Schusswaffen. Corsinis Männer überfallen. Die Polizei rufen. Ja, dann kämpfen wir doch lieber. Es gibt ja diese schöne Automatikfunktion. Und gewonnen. Ja. So. Lass uns anfangen. Machen wir jetzt meine Suppenküche jetzt hier auf. Ich muss mich echt mal hier um diese ganze Konkurrenz mal kümmern. Zeit zu fliegen. Lass das mal den Arzt machen. So. Auf der Spur. Dein Schnaps ist nicht koscher. Du hast immer was zu meckern. Echt, ich hasse solche Leute, ganz ehrlich.
Ja, das ich investiere das jetzt mal darin, weil lieber habe ich, gebe ich $1000 aus und habe dann später keine Probleme, meinen Fahndungslevel oder Fahndungswert, wie es hier heißt, zu senken. Ja, aber tut halt weh, ne? Ich meine, $1000, ich bin noch in meiner Anfangsphase. Ich verdiene noch nicht vierstellig. Ich hab's nicht verbockt. Sag doch keiner, dass du was verbockt hast. So. Liebling, ich ja. Das habe ich ruckzuck erledigt. Dach, Kumpel. Da hast du es, Schätzchen. So, sind ja auch irgendwie alle ein bisschen busy. Ich liefere Resultate. So, was könnten wir jetzt hier bauen? Bauen wir auf doch ein Bordell dahin. Ich könnte jetzt einen kippen. Lass das mal den Arzt machen. Wo denn? Ach, da oben. Zeit zu fliegen. So. Voilà. So. Wir warten mal ganz kurz. Zeit zu fliegen. Und hier eröffnen wir... Ich würde hier am liebsten eigentlich eine Apotheke eröffnen, weil dann können wir Schnaps verkaufen und kriegen noch sauberes Geld. Würde mehr Sinn machen, meiner Meinung nach. Ja, warte mal. Meine Bezahlung sollte oh, what the fuck? Was geht denn jetzt ab? Du, wie konntest du mir in meiner prekären Lage diesen Drink geben? Du bist kein Gentleman. Ah. Scheiß drauf, ich will die Kohle haben. Die geht mir sowas von auf die Nerven. Ja, hier machen wir eine Apotheke auf am besten. Ja, das haben wir ja gleich. Die Kohle haben wir gleich zusammen. Also von daher warte ich jetzt lieber wirklich. Weil das ist was Sinnvolleres. Weil ich produziere viel zu viel Schnaps und dann kriege ich den noch los. Dafür riskiere ich was. So. So, unser Bordell ist ja hier hinten. Mehr Betten. Okay. Warten wir mal ganz kurz. Und jetzt hängt sie da an zu pissen, das ist ja wieder klar. Arbeit macht mich durstig. Du hast immer Durst, du Scherzkeks. So. Kriegen wir den ganzen. Das ganze Zeug auch weg. Hallo, Freund. Ja. Eine Pause für den Boss. 30 Schnaps hab ich nicht da. Einer meiner Kunden hatte eine echt gute Zeit. Also. Was? Einer meiner Kunden hatte eine echt gute Zeit bei mir. Und dabei sind ihm ein paar recht interessante Informationen rausgerutscht. Ah, okay. Schön für klar, dich. Ich bin ein stolzer Ire. Weißt du, was das bedeutet? Ich muss mich jetzt dringend volllaufen. Dafür riskiere ich was. Dach, Kumpel. Langweile mich nicht mit solchen Belanglosigkeiten. Es sieht so aus. Sag ihnen, ich komme. Hey, ich hab doch einen Deputy hier. Mich gerade verarschen? Toller Job, Mann. Ich wusste, du bist der Richtige. Ja, ist okay. Jetzt ankippen.
Ach, dann gehen wir mal die Beweise zerstören, auch wenn ich genau weiß, dass das eh wieder in einem Fiasko endet. Es endet eh wieder in einem Fiasko, ich sehe es kommen. Oh je, das endet in einem Fiasko. Ich sehe es kommen. Zeit, es anzugehen. Beschaffe alle Dokumente und entkomme. Komm und stirb. Komm und stirb. Noch einmal, bitteschön. Geht doch. Mein Zug. Lasst uns die Eindringlinge ein wenig rumschubsen. Bei der Arbeit. Was kannst du eigentlich? Meine Güte, warum habe ich den eigentlich noch eingestellt? Oh. In Ordnung, dann los. Meine Herren, unglaublich. Ich bin mit so viel Inkompetenz arbeite ich zusammen. Das ist unfassbar. So, Bundesagent. Mein Zug. So, und dem schlagen wir jetzt die Fresse ein. Rech mal echt für. Gut so. Aua. Wachsam bleiben. Nee.